die Möglichkeit, es gibt noch Zusatzmodule hier, die jetzt nicht weiter ausführe, die ich nur kurz nenne, die vorgeschlagen werden. Modul ist ja auch so eine relativ willkürliche Einteilung, aber vielleicht Dinge, die man auch als eine Art Praxis sehen kann und hinzuziehen kann, um das, was man in den Kernmodulen tut, zu ergänzen. Wo man vielleicht auch Fähigkeiten hat oder Stärken oder vielleicht auch, wo man bewusst Schwächen gegensteuern möchte. Wenn man zum Beispiel wenig engagiert ist, kann man vielleicht irgendwie mal in einer Suppenküche aushelfen oder was. Oder wenn man irgendwie seinen unteren linken Quadrant oder seinen Wirbereich einfach schwacher macht. Wenn man da irgendwie, eine Praxis einfach bewusst wählt. Ja, Selbstdisziplin, ethische Reflexion gehört dazu. Nachrichten studieren vielleicht auch. Sex kann Praxis sein, ein Modul, einfach ganz verschiedene Techniken, einfach um das zu einer ganz körperlichen Erfahrung zu werden zu lassen, sozusagen Sex in allen drei Körpern, also nicht nur der physische Leibe, die sich da penetrieren, sondern einfach, wo man sich auf der gefühlsmäßigen Ebene, auf der subtilen Ebene begegnet oder auch in dieser totalen Präsenz eins wird miteinander. Das wären dann die anderen beiden Körper noch dabei. Ja, das sind so Schlagworte Integrosexual Yoga, ich weiß noch nicht so genau, was darunter zu verstehen ist. Tantra, aber so drauf. Gibt es ja Techniken, kann man sich mal anschauen. Arbeit kann auch als Modul praktiziert werden. Zum Beispiel, ich sagte vorhin schon, Kama-Yoga, also sein rechter Lebenserwerb, also im Buddhismus. Kama-Yoga bedeutet aus dem Buddhismus, dass man eben alles, was man tut, einem höheren Ziel widmet, also einen Kontext innerlich sich schafft für das, was man tut, sondern nicht nur einfach, ja, irgendwie, ich muss ja was essen und mache ich mal irgendeine Arbeit, sondern dass man wirklich etwas tut, was einem zu einem passt und wo man seine Berufung auch erfüllt. Vielleicht Vereinsarbeit, Integral Business, also integrales Modell anwenden auf Business, dass man umfassender wirtschaftet, nicht nur aus der Win-Perspektive, sondern vielleicht aus der Win-Win-Win-Perspektive. Emotionen, ist eine Technik, Emotionen zu verwandeln, also insbesondere ja, klar, solche, die einen stören und Leiden verursachen, einfach diese Barriere zwischen sich selbst und anderen aufzuheben, also wenn jemand leidet, dass man einfach das Leid ist, dann andere Mensch hat sich visualisiert, dass man das einatmet als schwarzen Rauch und ihm Licht und Liebe schickt als im Austausch beim Ausatmen. Und das ist einfach eine ganz intensive Praxis, wo man seine Emotionen ganz stark verwandelt. Selbstausdruck in Tanz und Kunst, vielleicht Paartherapie, Fiktion, Kommunikationstraining, Das sind so Ideen für andere Module und andere Praktiken, die noch ergänzend hinzugezogen werden können. Was ist denn GFK? Gewaltfreie Kommunikation. Warum Cross-Training? Hier nochmal einfach ein bisschen schematische Sicht. Einfach Synergieeffekte, um die abzubilden, einige Beispiele. Nummer 7 wäre Zier, Körper und Seele. Meditation senkt den Blutdruck. Also das ist ganz klar. Ja. Wenn man irgendwie meditiert, dann ist es körperlich, ist es gut für den Körper. Weiß man ja auch alles. Aber ich habe jetzt mal versucht, ein paar Synergieeffekte zu zeigen, die nicht so ganz offensichtlich sind. Nummer 6 wäre Schatten und Geist. Geist und Schatten. Meisterung geistiger Fähigkeiten wird vielleicht die Selbstwertgefühl. Man macht seinen Schulabschluss und dachte man immer, man wäre Loser. Man macht das nach oder macht sein Abitur nach und es kann eben helfen, sozusagen für die psychodynamische Seite. Nummer 12, Schatten und Seele, Psychotherapie, wenn man dort traumatische Kindheitserlebnisse aufarbeitet, kann es sein, dass Energie frei wird und man sich vielleicht in der Meditation
stärker einlassen kann und besser öffnen kann, sich fallen lassen kann. Also es gibt einfach da ganz vielfältige Wechselwirkungen. Ihr könnt ihr mal überlegen, was euch noch so einfällt. Vielleicht ja Körper und Geist, das ist ja immer, wie gesagt, ne, das ist ja eigentlich bekannt, ein gesunder Körper, ein gesunder Geist und ein gesunder Körper, sagt man immer. Ja, Schatten, okay, man kann das, okay, wenn ich das sage, wie wirkt Schatten auf Körper? Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema, ich mache Vereinssport und spiele unfair, also da haben wir eigentlich Aggressionen oder so, wenn ich die in den Griff kriege oder die, man kann es helfen auch, das ist dann sportlich, ne? Wenn ich immer rote Karten kriege, ja, Diego, ist das vielleicht eine Therapie? Oder irgendwie irgendwas, ne? Sieht das nicht so anstaunt oder so, während des Spiels oder Techniken hat, um mit seiner Mission umzugehen und sich das dann mit Spielen auslässt. Ja, und so weiter. Also einfach um zu verdeutlichen, was eben Crosstraining bringen kann. Dass es da einfach unglaublich viele Verflechtungen gibt, die wir vielleicht auch nicht sehen. Wo ein Ding das andere flügelt. Ja, das IP-Team, Ken Wilber und Co. haben eben da bestimmte Care-Praktiken für die, oder bestimmte Gold-Star-Practices oder Goldstern-Praktiken empfohlen. Das hatten wir schon genannt, hier drei Gesichter Gottes, ich kurz erklärt, für das Spirit-Module. Integrales Modell zu lernen, diese Landkarte zu studieren, empfehlen sie. Sie empfehlen Free Body Workout. Ich habe noch eine DVD mitgebracht, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, können wir da noch kurz reinschauen, um einen Blick zu kriegen in diese Arbeit, die dann mit den drei Körpern, was dann gemeint ist. Focus Intensity Training ist eine bestimmte Art Meditation und Krafttraining zu verbinden. Und der 3-2-1-2-Prozess hatte ich auch kurz erklärt, den Prozess der Abspaltung rückgängig machen systematisch. Das kann man eben kurzen Formaten in seinen Alltag einbauen. Da gibt es dann eben diesen Starteffekt, einfach Empfehlungen und kann sich eine DVD abgucken, das nähern, wie das geht. Ja, das soll ich alles machen. Dazu habe ich nur wirklich keine Zeit. So viel regelmäßig ist doch völlig ineffektiv. Falsch, sagt Ken Wilber. Er sagt zu. Wenn du wirklich entwickeln willst, dann hast du keine Zeit, das nicht zu machen. Weil Entwicklung ansonsten viel zu mühsam ist. Das heißt, du machst zwar dein Yoga und alles, aber du vernachlässigst es den Schatten und kriegst immer wieder dieselben Probleme und hast immer wieder dieselben Beziehungen gegen die Brüche und kriegst dann die Reihe. Das ist ganz toll, meditieren, aber vom Yoga oder was, du kriegst nicht auf die Reihe. Mit deinen Mitmenschen. Oder du kriegst es sehr gut mit deinen Mitmenschen auf die Reihe, aber hast gar keine spirituelle Anbindung. Bist gar kein Kontakt zur Quelle. Fühlst dich gar nicht gehalten oder sicher in diesem Universum. Oder dein Körper verfettet. Du ernährst dich ungesund, machst keinen Sport. Kannst du noch so gut Schach spielen können. Das ist irgendwie unausgewogen. Und da die Idee einfach, ein bisschen was von allem zu machen und regelmäßig auch darauf zu achten, diese Lücken zu füllen, damit er einfach profitieren kann von den Synergieeffekten. Das kann auch Energie geben und Zeit auch für Arbeit verkürzen. Wenn man eben Sport gemacht hat und sich energiegeladen fühlt und an die Arbeit geht und es geht einfach, weil man sich konzentrieren kann, weil man meditiert hat, weil man sein emotionales Leben aufgeräumt hat, dann kann man sich auf die Arbeit konzentrieren und kann auch mit mehr Zeit am Ende hinterher, ist man aufgeräumt, innerlich und so weiter. Also es gibt ganz viele Gründe, warum das sinnvoll ist. Ja, und noch hier ein paar Leitlinien zur Etablierung einer persönlichen integralen Praxis. Wir haben jetzt schon mal geguckt, was fehlt denn so, oder was machen wir schon. Und wenn wir dann gleich den nächsten Schritt weitergehen und die Lücken füllen und einfach sehen, einen Plan haben, wie ihr vielleicht weitermachen könnt. Der Rahmen, hier ist es wichtig, eben die vielleicht Vorbilder der von dir angestrebten Qualitäten zu identifizieren. Also wenn du sagst, für körperliche Entwicklung vielleicht Michael Jordan oder Diego,
Oder nicht gerade Vorbild im psychodynamischen Bereich. Das kann helfen, einfach sich die zu vergegenwärtigen, weil es eben personifiziert ist. Und da kann man eben auch schöne Übungen machen, psychodynamisch. Und ich war mal mit dem Live Practice Seminar in San Francisco und da haben wir musste jeder Vorbilder sagen für diese einzelnen Qualitäten. Und dann hat er zum Beispiel, keine Ahnung, für das Spirit-Modul Mutter Teresa und für das Körpermodul eben so bestimmt und toll, ja, wie gesagt, wie Michael Jordan und für das Mind-Modul, ja, so wie schlau und wie Kindle nur vielleicht und so weiter. Und dann kann man das so machen, dass man eben sagt, am Ende kam eben so raus, dass man sagt, dass ein Gegenüber eben vorgelesen hat, hat einen Satz formuliert, wo diese Person vorkommt und so, jetzt hat er eine andere Person genommen und hat deinen Namen da eingesetzt und dir das vorgelesen. Und dann sagt, du bist so wie, so schlau wie Ken Wilber oder nee, so nicht, du bist halt, wenn man sagt, Volksschüler, Herr Böhmer ist unglaublich informiert und total klar und hat ein gutes Verständnis von der Welt, dann wurde er eben eingesetzt, Dennis hat ein tolles Verständnis von der Welt und das war dann so hoch, wow. Also das können Vorbilder machen. Diese Praxis ist ganz schön, ich hätte die gerne gemacht, aber es ein bisschen aufwendig. Ja, aber auf das auch, was du bereits tust, den Scan haben wir jetzt und fülle die Lücken. Nutze Synergieeffekte deiner Übungen, indem du geschickt kombinierst. Zum Beispiel eine Kombination von Meditation und Krafttraining. Kann eben zwei Fliegen in einer Klappe schlagen. Wenn man eben nicht nur an der Maschine sitzt und so einen Fernseher nebenbei noch guckt, sondern eben bewusst mit dem Atem das begleitet, mit dem subtilen Körper begleitet und dann nach der Übung sozusagen mit diesen Zeugen geht und sich komplett erholt in einem Set und dann weitermacht und wieder Fokus aufbaut, intensiv trainiert. Das ist für viele Meditation. Lege eine Kernpraktik auf jeden Tag bzw. jede Woche und dazu optionale Praktiken, die du gelegentlich oder in periodischen Abständen tust. Also man muss jetzt nicht täglich machen oder wöchentlich, man kann es auch einmal im Jahr oder einmal im Monat machen, vielleicht einmal im Jahr eine Fastenkur oder einmal im Jahr ein großer Retreat oder so. Also einfach, dass man ein bisschen aus dieser Wochenplanungsschiene rauskommt, dass man das sieht, man kann. Da andere Rhythmen noch finden. Intention, Absicht ist wichtig. Ganz wichtig, überanstrenge dich nicht, weil es ist oft der Fehler, okay, geil, super, klingt toll, gute Idee, super Konzept, ich mache jetzt das und das und das und dann mache ich noch das und das und das und den Modul mache ich noch das und das und das und am Ende machst du gar nichts zusammen, weil du nicht völlig überanstrengend bist und irgendwie dann sagst, boah, nee, das ist alles nichts für mich. Und das ist nicht Sinn der Sache, sondern begrenzt deine Wahlmöglichkeit maximal 1 bis 2 pro Modul, sodass du eine realistische Chance hast, sie als dauerhaft Lebensziel zu erhalten. Und es ist schwierig, sich zu ändern. Schwierig, was Neues zu tun. Formuliere eine Affirmation, die dich positiv mit der Quelle deiner Motivation verbindet. Also ja, sowas wie dieses Vorbild, dass man sagt, ich bin wie. Ne? Ich bin gesund und vital. Ja, das ist vielleicht für den Körper der Affirmation. Und ich bin ausgeglichen und erfüllt. Emotional. Ne? Und solche Sachen. Man es einfach mal irgendwie formulieren für sich selber. Mit den Worten, die für einen selber passen. Etabliere eine klare Vision für die Absicht deiner Praxis. Warum machst du das? Was ist das Bild? Und was ist dann für Zwecken? Die Vision muss nicht groß sein, aber es ist sehr wichtig, dass du das System wirklich ernst verpflichten kannst. Nicht irgendwie was ganz megalomanisch ist und das passt aber nicht für dich. Irgendwie was dich so vielleicht so an deine Grenzen, so ein bisschen über deine Grenzen hinausgeht, dich so ein bisschen streckt, dich so ein bisschen dehnt, dass du dich ein bisschen aus der Komfortzone rausbewegen musst, aber nicht so viel, dass du gleich abbrichst. So, das bringt es. Ja, es kann helfen, eben das zu formulieren,
finde eine einfache Formulierung, die deine Absicht, diese Praxis in die wichtigsten Bereiche deines Lebens zu integrieren, ausdrückt. Also in meiner Arbeit will ich so und so sein. Beim Studium möchte ich das und das. Bei meinen Beziehungen möchte ich so und so sein, optimalerweise. Ich möchte das und das essen, also in dem Sinne von, welche Ernährung habe ich. Mein Haushalt soll so und so geregelt sein. Ich möchte das und das hinkriegen. Das wäre ganz gut so. Wenn man das einmal formuliert und dann man weiß, wo man eigentlich hin will. So, und dann kann man eben dann so einen Vertrag machen, den du dir selbst unterschreibst, ganz, ganz feierlich. Und wir sind Schublade legen und vielleicht oder an die Wand hängen, die ab und zu mal drauf gucken. Du kannst dir diese Verbindlichkeit formalisieren. Und vielleicht möchtest du das auch mit einem guten Freund oder Freundin oder einer Übungsgruppe teilen. Menschen, die dasselbe Ziel haben, also sich gegenseitig unterstützen, wieder dieser Wir-Quadrat, wieder dieses Gemeinschaftliche, nicht nur jeder Einzelkämpfer, sondern eben auch kollektiv. Ja, Durchhaltevermögen, ganz wichtig. Sei konsequent, geht darum, eine langfristige Praxis zu finden. Du musst dich da reinfühlen. Passt das für mich? Du musst auch immer wieder überprüfen, ist das noch passend, stimmt das noch? Das ist so ein Tanz zwischen männlicher Qualität von ich muss mir manchmal in den Arsch treten, damit ich es tue. Und eine weibliche Qualität von, auch wenn ich es mal nicht tue, ist es auch okay. Und dann muss ich mich nicht strafen oder mir, keine Ahnung, selten mal masochistisch sein und geißeln oder was. Sondern das muss ich aber gut sein lassen und einfach wieder anfangen. Verfolge deine Praxis in regelmäßigen Abständen, um zu sehen, wie sie sich entwickelt. Ein Übungslogbuch oder ein Tagebuch kann helfen. Also, dass man eben so, gibt es so Vordrucke, Monats, also Praxis, Frequenz, dann kann man so abhaken. Wer wem das liegt, wem liegt das nicht, ich habe da auch so meine Schwierigkeiten. Aber es kann helfen, um einfach zu sehen, okay, das mache ich, wie werde ich mir vorgenommen, wie viel mache ich davon wirklich sozusagen. Und sich darum Rechenschaft abzuliefern. Also, das kann eben auch helfen, Sichtbarkeit, Nachweispflicht. Anzustreben, die selbst gegenüber Freunden und vielleicht so eine ILP-Übungsgruppe, wenn es das denn mal gibt, in Bremen. Das könnte ja eine Sache sein, die man so anstrebt. Tausche dich mit anderen darüber aus. Also wenn du es mit anderen erzählst, ich mache jetzt übrigens das und das und das, das ist ja peinlich, wenn du es nicht machst. Ich habe ja auch gerade auch im Vorfeld dieses Seminars war es mega bewusst, dass ich eigentlich, um hier authentisch stehen zu können und euch davon zu erzählen, auch selber sowas machen muss. Das mache ich auch. Aber ich sehe auch, ich muss das auch in meinen Lebensphasen anpassen. Ich bin gerade selbstständig, ich habe jetzt ein Kind, ich habe eine ganz neue Situation, muss ganz viel arbeiten jetzt. Ich habe früher im Studium konnte ich immer locker Yoga und Fußball und noch meditieren gehen und Retreat, kein Problem, ich fahre da und dahin und noch eine Reise, alles gar kein Problem, aber ich muss das ein bisschen anpassen. Kann ich das da gibt es Umstände bei euch, die sind so oder so, das müsst ihr selber sehen, ihr könnt das selber anpassen, müsst ihr auch, kann kein anderer für euch machen, das ist sehr hoch individuell, gleichzeitig gibt es sowas Integrales, Gemeinsames, nämlich diese vier Module, die das so ein bisschen gliedern, für euch rund machen können. Ja, wirft deinen eigenen Plan. Ne? Als letztes noch so Hinweise, so ein paar Sachen, die nicht vergessen, wenn ihr jetzt eingeht und praktiziert Anfang morgen. Wenig praktiziert ist besser als gar nicht praktizieren. 5 Minuten Meditation ist besser als gar keine Meditation. Oder? Also, es gibt auch keine Ausrede. Also, man kann immer praktizieren. Man kann auch eine Minute, deswegen haben die beim Integral Life Practice Kit auch One-Minute-Modules, wenn ihr macht. Einfach nur, damit man Kontakt mit der Praxis bleibt. Das sind dann so ganz einfache gestische, das kann man schon gar nicht als Übung bezeichnen, aber das sind so eine Art Gesten, so Anker, die man sich an die Praxis bindet und sich daran erinnert, dass man einfach auf dem Weg der Praxis ist und auf dem Weg der Selbstmeisterschaft. Dass man das natürlich fortführt und nicht aufhört damit. Und es kann immer Umstände geben, also Reisen, man kann nicht, hat sein Meditationskissen nicht dabei, man kann oder muss nicht, man kann jetzt nicht seine Aufschule nicht mit oder so. Und, man kann aber immer irgendwie Treppen steigen oder, keine Ahnung, Übungen machen, Körperübungen. Und
da sich so ein Set vorzubereiten für solche Fälle kann hilfreich sein. Radikale Veränderung ist schwierig. Also man wird nicht von heute auf morgen da ein ganz anderer Mensch werden, weil es gibt so eine Schwelle, die man überwinden muss, bevor man sich verändert. Das ist ein katalytischer Prozess. Man muss erst den Berg so ein bisschen raufgehen und dann wird es leichter. Dann geht es mit der Praxis auch. Dann man muss zum Beispiel, wenn man eine neue Gewohnheit annimmt, zum Beispiel die Gewohnheit, jeden Morgen zu meditieren oder sowas, oder jeden Morgen eine Runde laufen zu gehen oder so, ja, das oder vielleicht einmal die Woche. Das ist einfach, da bricht man mit Gewohnheiten, die der Körper hat. Und das ist immer so, der Körper, ob das eine gute Gewohnheit oder eine schlechte ist, dem Körper völlig egal. Es ist einfach, und auch ob die sich zum Positiven oder negativ verändert, ist eigentlich relativ egal. Man hat also so eine Art Setpoint, also so einen Punkt, auf dem man so getrippt ist mit allem. Und wenn man den ein bisschen verlässt, dann dauert das erstmal, bis das sich setzt. Das ist so, dass man sagt, wenn du eine Übung mindestens 30 Tage durchhältst, dann ist sie deine. Dann fängt sie an, von selber zu laufen. Ne? Für mich war es früher auch schwierig. Ich meditiere jetzt fast täglich, also in der Regel täglich, wenn es irgendwie hinhaut. Für mich war das früher schwierig. Mittlerweile ist es wie Zähneputzen. Zähneputzen ist auch eine Praxis, sondern eine Gewohnheit einfach. Das ist schon fast so, ich mache mir keine Gedanken mehr. Das ist genau so, ist es mit der Meditation geworden. Das ist gut. Das sind gute Gewohnheiten, das sind hilfreiche Gewohnheiten. Aber die Pferde anzustellen und nur wegzuzoomen, ist nicht sehr hilfreiche Gewohnheit. Oder sich in schlechte Gesellschaft zu begeben und Leuten umzuhängen, die keinen Plan von der Welt haben, ist vielleicht keine gute Gewohnheit. Oder und so weiter. Ja, sicherlich eigene Beispiele. Also, man kann es verändern, aber es muss sich klar sein, das ist schwierig. Und deswegen gehört insbesondere Geduld mit hier. Also Geduld ist eine Tugend und das kann die Praxis einen auch lehren, dass man da nicht zu viel will auf einmal, sondern einfach am Ball bleibt und einfach weitermacht. Immer weitermachen, wie nass. Immer mit die Städte, immer weiter. Nicht aufhören. Kein Wunsch, Schlauch, immer weiter. Also, ein schönes Bild. Übe mit Achtsamkeit, Hingabe und Humor. Also lach auch immer dich, wenn es nicht klappt oder wenn du deinen Schatten wieder, deine Schattenarbeit wieder vergessen hast, ist das auch ein Schatten. Bei mir ist es noch gut. Und Praxis ist nicht immer leicht, doch sie darf also so, und sie soll natürlich Freude machen. Also das ist ein Indikator für euch. Also natürlich gibt es so Schwankungen, man hat mich nicht mehr jeden Tag Lust, dass ich mich halt schon wieder meditiere. Wie gesagt, da gibt es eine männliche Seite, die sagt, rauf aufs Kissen, verdammt, geht. Oder Turnschuhe anziehen, los, joggen gehen. Und dann gibt es eine weibliche Seite, die sagt, ja, okay, man muss es jetzt nicht biegen und brechen, man kann es auch sein lassen. Und das ist immer ein Tanz. Und da muss man sich einen Geschmack kriegen. Was ist gerade dran? Das weiß man eigentlich in der Regel. Wann ist es einfach nur Nachlässigkeit und wann geht es einfach auch wirklich nicht. Wann muss man einfach nur Cursor treten. Ja, und dann kann es einfach auch Spaß machen. Ja, noch ein kurzes, wenn ihr das noch sehen wollt, Suchgenesung in ILP. Das ist schon ein bisschen spät, das sind nur zwei Folien. Ich stelle es mal vor, eine modifizierte integrale Praxis wird auch als Therapie für Drogen- und Suchtprobleme angewendet. Das war hier von John Dupree. Und das Integral Recovery, integrale Suchtgenesung. Und Alkoholkrankheiten und allem dann eben der Linien, Zustände und Typen geholfen werden. Ein Quadrantenbeispiel schauen wir uns gleich mal an. Das Ziel von Integral Recovery, finde ich auch interessant, ist nicht bloß Nüchternheit, sondern optimale Gesundheit. Das heißt, es geht nur darüber hinaus, eine Krankheit zu heilen, sondern man möchte sozusagen in allen Linien Fortschritte machen. Man möchte sich weiterentwickeln, möchte menschlich, körperlich, seelisch, geistig vorankommen, nicht nur was reparieren. Und es ist auch interessant, so Kraft und Gesundheit praktizieren gemeinsam. Das ist auch so ein Teil der Philosophie von John, dass er sagt, es gibt
Der Therapeuten, Trainer, der macht seine GLP jeden Tag und wird dadurch einfach auch erst glaubwürdig für den Alkoholkranken, weil der glaubt, der hat ein konkretes, lebendiges Vorbild, der dem vormacht, wie es ist. Und ich habe ihn kennengelernt, den John Dupree, der praktiziert halt mit seinen Suchtkranken zusammen. Und er ist einfach eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit und unheimliche Ausstrahlung gekriegt und begeistert einfach die Menschen und reißt sie mit. Und so ist es viel einfacher dann, also mit so einer schweren Krankheit umzugehen. Und er hat das mal formuliert, einfach mit dem der Quadranten hat er sozusagen da einen Zugang auch für die Therapie gefunden. Also die Therapie basiert zum einen eben auf dieser integralen Lebenspraxis mit den Praktiken aus den Modulen, zum anderen eben aus, dass er sich eine Analyse macht, die Lebenssituation des Suchtkranken. Der macht sozusagen so eine Art Check-in, wo er die analysiert anhand dieser grundsätzlichen Dimension. Also wie ist es mit dem Ich, was sind die psychodynamischen Themen des Klienten? Ist ein ungelöstes Trauma als Auslöser beteiligt? Eine deklärende Depression, ganz häufig. Was sind die Geschichten und Erzählungen, die der Klient über sich und die Welt gefunden hat? Und manchmal gibt es einfach ungesunde Storys, die sich die Leute erzählen. Ich bin nichts wert, ein Versager, ich bin ein Idiot oder niemand mag mich oder solche Sachen, das ist einfach ganz tief eingebaut ist. Welche Werte Ebene hatte der Klient, bevor die Krankheit einsetzte? Also welche Werteniveau, welche Wertelinie der Entwickler, wo steht er da? Was ist dann der nächste Schritt für ihn? Was war der Status quo, den er durch Trinken verloren hat? Was enthält ein Psychogramm von gegenwärtigen Zuständen mit besonderer Aufmerksamkeit auf die spirituellen, kognitiven Werte und Gefühlslinien? Also, das sind so die wichtigsten Linien. Und dann guckt man sich genau an, wo steht er da ungefähr. Und das ist die Motivation von dem Klienten zu genesen. Hat er überhaupt eine Motivation oder wird er dann noch hingeschickt in die Therapie? Das ist wichtig für die Genesung. Äußerlich individuell der Klient ein neurobiologisches Ungleichgewicht, das behandelt werden muss. Und manchmal ist es einfach Menschen mit Gehirnen, die sind einfach suchtanfällig. Wenn die einmal trinken, dann können die wieder auf. Das ist gar nicht böser Wille oder Dummheit oder so. Die sind einfach anfällig. Was ist der gegenwärtige Stand der körperlichen Gesundheit des Patienten? Wie runtergewirtschaftet ist der Körper und wie kann man ihn wieder aufbauen? Was kann man tun für ihn? Spielen genetische Faktoren eine Rolle? Zum Beispiel Indianer oder die Ureinwohner Amerikas. Wir haben eine genetische Disposition für Alkoholismus. Das ist einfach so. Wenn die anfangen zu trinken, dann kriegst du sie nicht mehr weg. Und was ist die gegenwärtige Ernährung des Klienten? Dann Bereich der Beziehung, da ist auch ganz viel, was kaputt gegangen ist. Wie sehen jetzt die Beziehungsklienten aus? Familie, Freunde, Partnerschaft, hat er noch welche, haben die alle schon ruiniert? Also, er sagt immer, John sagt immer, das ist ein Four-Quadrant-Wreck, so ein Alkoholkranker. Also ein Vier-Quadrant, ein Wrack. Also alles verloren, alles unter der Wirtschaft, das ist einfach furchtbar. Und erstmal gucken, was gibt es da noch Unterstützung bei Familie und Freunden? Welche andere Unterstützung durch die Gemeinschaft gibt es? Oder vielleicht ist er in der Kirche oder so gewesen. Wir beurteilen die Beziehungskreise, die Substanz, die der Klienten hoch gebraucht, sagen die, ja, Alkohol, hier wird halt getrunken oder so. Und wenn du mit dabei sein willst, dann musst du mittrinken. Das ist auch ein Faktor für Alkoholismus. Ja, dann ganz äußerlich, systemisch, ganz solche Fragen, wie gibt es Gelder, die verfügbar sind, um die Behandlung zu finanzieren? Wenn ja, wie viel Behandlung kann die Person sich leisten? Dann auch eine finanzielle Frage, systemisch. Hat er sozusagen Verpflichtungen mit dem Gesetz, hat er das kriminell auch gefallen? In der Regel oftmals bei Alkoholkranken. Zahlt die Versicherung die Behandlung? Brauchen wir ein Stipendium für die Person? Und können die das überhaupt bezahlen, was wir hier anbieten als Therapie? Und wird die Behandlung, die Anstellung oder die Ausbildung der Person beeinflusst, also beruflich sozusagen? Das ist sozusagen einmal so rundum Umschlag, einfach so ein Assessment, so eine Analyse mit Hilfe der Quadranten. Also ich hoffe, dass man da sozusagen versteht, warum das sinnvoll ist, diese Perspektiven erstmal sich damit zu beschäftigen. Was ist das? Was sind diese Bereiche? Und wie können sie zum Beispiel praktisch auch eine Rolle spielen? Mindmodule. Ja, und wenn man das alles gut macht, Resultate,
integraler Praxis, sondern von Herrn Wilber, würde ich euch nicht vorenthalten. Führt zur Integration von Geist und Körper. Das ist tatsächlich kein Wilber. An seinem 50. Geburtstag. Unglaublich, ne? Das ist so ein brainiger Typ eigentlich, der nur über Bücher hängt, denkt man, aber der hat immer konsequent meditiert, Krafttraining und immer fleißig sich gut ernährt und so weiter. Er leidet zwar unter so einer Krankheit, aber die wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer, wenn er nicht sozusagen seine ILP machen würde, sondern die Lebenspraxis. Ja, das war es mit dem Hauptvortrag. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.